Wir drehen uns im Kreis. Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas Banales. Warum gibt es hier diesen Abkürzungsraum? Warum? So, hier waren wir drin. Hier kommen wir nicht weiter. Hier waren wir drin. Hier gibt es keinen weiteren Weg. Nein. So. Da waren wir. Hier sind wir reingekrabbelt mit der Maske. Machen wir so, ich jetzt habe nochmal. Falls wir irgendwas übersehen haben sollten. Aber hier ist nichts weiter. Okay. Das da hinten ist doch irgendwas. Aber wir kommen da nicht durch. Munition. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da leuchtet irgendwas rot. I should stay away from this. Kriegen wir die Kisten hier irgendwie kaputt? Alter Pillenjunkie, warum ist das hier? Okay, das kriegen wir nicht kaputt. Aber eigentlich müssten wir da durch. Wir kommen hier nicht durch die Fenster durch. Wir kommen hier nirgendwo durch. Hier leuchtet eine Lampe. Okay, leuchtet immer noch. Die ist also nicht das Problem. Wir kommen nicht in die Nebenräume, wir kommen nicht durch die Tür hier, weil wir das Zeugs hier nicht wegmachen können. Oh. Okay, die anderen Sachen lasse ich mal. Vielleicht brauche ich die noch, falls hier irgendwas rumkreucht und fleucht. Das tut schon wieder ein bisschen weh. Aber nur gut. Safe. Die Dinger kann man kaputt schießen. Die Teile hier, die so komischen... Das da. Ich habe da nur ein rotes Schild gerade eben gesehen. Wahrscheinlich hier auch da. Und dachte mir, naja, okay, es ist entflammbar. Vielleicht kann ich ja. Und dann habe ich drauf geschossen und es explodiert. Aber es... Vielleicht war es auch irgendwo erklärt worden. Und ich habe es nicht gesehen oder so. Ich will ja dem Spiel jetzt nicht Böses da. Was ist das hier? Eine Münze. Nochmal so eine Humamat-Münze, ne? Ist hier noch irgendwas anderes hier drin? Nur Nebel. Und da drin sind vier Sachen. Okay. Welches Jahr haben wir? Okay, List ist nach oben gegangen. Ich weiß nicht, was List macht, aber... Okay. Und Tempo ist nach oben gegangen. Ich befürchte, wir werden es brauchen. Aber ich weiß nicht, was es macht. So, hier oben können wir lang. Ich kann
break this with something. Noch eine Münze. Dieser Markt scheint irgendwie eine wichtige oder gewichtete Stelle zu sein. So. Und jetzt, da wir wissen, dass die Dinger explodieren können, müssen wir schauen, wo sinnvoll ist, dass was explodieren kann. Das heißt, wir haben einige Türen, wo das funktioniert. Hier macht es, glaube ich, keinen Sinn. Ich möchte, wie gesagt, nicht unnötig was zum Explodieren bringen. Hier nicht. I can't carry it. Can't take another bite. Hier ist was. Damit können wir den Gang hier aufschießen. Das mache ich jetzt mal. Und den da. Keine Ahnung, ob hier irgendwas passiert. Ich weiß nicht, muss man das? Vielleicht muss ich das ja machen. Was ist das hier? Achso, eine Materie. Aber somit müssen wir nicht drum rumlaufen. Das ist aber immer noch zu. Irgendwo war da noch was, ne? Hm, da ist was versteckt mitunter. Und hier kriegen wir, glaube ich, die komplette Dings auf. So, da sind wir mal ein Stückchen dichter an der ganzen Sache dran. Bloß viel helfen tut uns das gerade auch nicht. Doch, wir können die Sache da noch kaputt machen. Dann ist der Weg da drüben durch die Tür offen. Okay, okay. Wir haben eine neue Tür. Das ist bloß Soße. Ruhe. Tür Nummer 2 macht ja auch Sinn, ne? Das andere war Tür Nummer 1. Dann gucken wir mal. Allens Haus. Okay, ich mach erstmal. Okay, nichts. Wahrscheinlich somit ein neuer Fall. Dunkelheit. Wahrscheinlich ist es das nächste, was wir dann überbrücken können. Wir haben diese bunte Soße, das ist soweit okay, das haben wir jetzt die Gasmaske für. Und hier ist wieder so ein Dunkelheit, so ein Nebel. Vielleicht ist das unsere nächste, ich nenne es jetzt mal Fähigkeit. Wir sind ganz... Ach, guck mal, wir sind bei dem Leuchtturm. Guck mal, da ist ein Leuchtturm. Wir haben aus dem Fenster raus einen Leuchtturm gesehen. Hier ist das Tonband von Ellen. Dr. Walesfear meinte, ich solle schreiben, also schreibe ich. Eigentlich würde ich lieber irgendjemanden anschreien. Heute meinte eine Frau am Leuchtturm zu ihrem hirnlosen Muskelpaket von einem Freund, ich hätte sie schief angeguckt, also hatte mir in den Bauch geboxt. Ich wünschte, ich könnte beide einfach im Boden verscharren. Ich bin so sauer, dass ich rot sehe. Okay, da kommen wir später hin. Da ist irgendwas drin. Aber wir haben das Tonband. Ich glaube, das Tonband ist jetzt gerade wichtiger. Oh. Ich muss bloß gucken, ob hier noch welche immer rauskommen. Ich meine, die sind jetzt keine Riesenbedrohung, ja. Also wir kommen damit eigentlich ganz gut klar, aber trotzdem müssen wir denen nicht in die Arme laufen. Und ich weiß nicht, ob die hier nochmal hervorkommen oder nicht. Alan Shore, the one-man-freak-show, who made all
all your other patients seem well adjusted by comparison. From the first moment he stepped into your office, you knew he was doomed. Have fun. Okay. Und das, was wir gerade gesehen haben, müsste das da hinten sein. Da. Das. Irgendwo da in der Region ist der. Bei dem anderen ist es eine Art Hotel. Wahrscheinlich ist es das Gebäude, wo wir drin sind. Von der Vivian. Vivian? Ja, wie auch immer. Is there a link between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. Once more onto the breach. I'll hold down the fort. Warum ist sie jetzt verschwunden? Zumindest offensichtlich erstmal nichts da. Okay, Mr. Shore, tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, should I just start talking? What do you want to know? What made you decide to seek counseling? Doc, it's just weird. As in, I feel weird. Like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool, I am, but I shouldn't feel weird, right? Okay. Skelette. Fisch. Fischerei. Der Vogel fliegt jetzt so hoch zum Leuchtturm. Hier ist auch wieder das explosive Zeugs. Hier geht's nicht kaputt, okay. How exactly do you feel weird? Off? Odd? Slightly tilted? I've had these nightmares. Ever since I can remember, I've always had these horrific dreams I can't explain. And they recur, man, like there are themes in them that keep coming back. And honestly, Doc, it's been such a constant that I shape my life around them, you know? Okay. Soll das Möwen darstellen? Have you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrink like you? No. Honestly, for the longest time I thought it was normal life to wake up sweating, to see things in the dark. Frightful things. Das Thema muss hier irgendwas mit ihm zu tun haben, ne? Bei dem anderen war es ja der Markt. Also bei dem anderen Fall. Bei der anderen war es der Markt. Das sieht mir irgendwie nach Hafen aus. What is it that frightens you, Alan? See, that's the thing I don't get. My whole life I could feel the presence of shadows. I could hear sorrow. Dark. It's poetic, man. I know. I got so used to being paralyzed by dread that I began
kinda like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone and afraid. But I'd be lying if I didn't admit that I'm being swallowed by darkness or sinking in the depths. It makes me feel alive, man. It's electric. Erkunde die Gegend. Ach, du Heiliger. Patmos-Strand. Die Musik. Jetzt aber, Mr. Privatdetektiv, was meinst du steckt hinter all dem? Bigfoot? Aliens? Große böse Regierungsvertreter? Bring etwas Klarheit in die Situation, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ist das an uns gerichtet? Warte mal, der Controller, der hängt sich jetzt zwischen, merke ich gerade, warte mal. Besser. Zick. Dass wir hier nicht wieder rauskommen, ne? So wie bei Geralt letztens. Was? Was? Was ist das? War ich das jetzt hier wegen dem Schiff? Oder Boot? Ich glaube, das war ich, ne? Und ich habe wahrscheinlich ein Event nicht mitbekommen gerade eben, weil ich da hochgesprungen bin. Ist hier auch irgendwas dran? Nee. Ups, so. Ich glaube, hier auf den Schiffen ist nichts. Booten. Na, wie auch immer. Ach, da gehen Bäume kaputt. Ich habe es falsch geguckt. Aber bevor ich hier zu dem einladenden Leuchthaufen gehe, Anglerhütte. Okay, Munition. Was ist das hell? Aber ich glaube, das ist die Lampe, die wir brauchen gegen die Dunkelheit, oder? Repariere das. Oh mein Gott, ich ahne Schlimmes.
Warte. Ich ahne Schlimmes. Der Strahl ist tödlich, wollen wir wetten? Der wird tödlich sein. So wie Auge Mordors. Ja, er ist es. Alter Verwalter. Repariere das Licht von dem Turm da oben wahrscheinlich. Na, das kann ja heiter werden. Wo ist es? Da kommt es jetzt, ne? Vor allem, das macht so richtig Krach, hä? Warum kann ich hinten langlaufen? Aus Gründen. Oh, hier kann ich was explodieren lassen wieder. Sehr gut. Ah! Jetzt verstehe ich. Diese Dinger machen alles kaputt dann. So, ich stelle mich erstmal, ja, nochmal hier zum Schutz hin und dann gehen wir da hoch. Die können das komplett zum Explodieren bringen und die Suppe verschwinden lassen. Achtung. Licht kommt. Da kommt's. Aber es ist krass, dass es Geräusch macht, ja. So, ich warte doch mal eine Umdrehung, oder? Ah. Wegen der Ausdauer. 3, 2, 1, jetzt kommt's. Icarus Wald. Sowohl das Licht als auch die Dunkelheit werden dir schaden. Vielleicht solltest du dir auch wie einen Job im Leuchtturm besorgen. Allein und voller... Er war Leuchtturmwärter. Ach du Scheiße. Hui. Er war Leuchtturmwärter. So, jetzt sind wir erstmal safe. Glaube ich zumindest. Da ist irgendwas. Ja, hallo? Oh, das Licht. In Greek mythology, Icarus flies too close to the sun and it kills him. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan, and the both of you will burn. Okay. Milton Wharf. Aussichtspunkt. Okay, hier hinten war was versteckt. Geht das Licht bis hier hinten hin? Ach du heile Scheiße. 3. Okay, die wird trauern ihren Kumpel. Zettel finden wir dort hinten irgendwo. Nochmal. Wir müssen, glaube ich, immer aufpassen, ne? Warte mal, kommt es bis hier hinten hin? Nein, okay, gut. Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnt ihr wie John in Patmos die Offenbarung sehen, anonym. Jak. Wieso Igit? Und, brauchen wir wieder für eine Münze? Oh wehe, jetzt kommt ein Jumpscare. So.
Moment, was stand da gerade eben? Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnte wie John in Patmos die Offenbarung sehen. Na? Nee. Uns fehlt die Sonne. Uns fehlt die Sonne. Wo ist es? Sorry, kein Licht am Ende dieses Tunnels. Vielleicht oben auf dem Turm? Unten in der Grube? Sehr gut. Wir können auch hier durch den Wald laufen. Aber hier dürfte zumindest nichts Wichtiges sein. Ist einfach nur Gegend. Das für Viecher? Straßen? Hat der mich fast getroffen hier? Der hat hier durchgeleuchtet. Was ist da? Da hinten läuft jedenfalls wieder so ein Vieh. Au, au. Sind davon nicht betroffen hier? Was macht denn hier so für ein Geräusch? Warte mal, der Turm kommt gleich rum. Meyer Pharmaceuticals Schadensbericht. Von denen hatten wir schon mal was. Vollständiger Name Max Nygaard. Wohnhaft 210. Datum des Vorfalls 1997. Ort des Vorfalls auf der Straße beim Icarus-Leuchtturm. Beschreibung des Vorfalls. Erst dachte ich, der Reifen wäre geplatzt, aber der Asphalt der Straße schmilzt oder so. Der Truck stoppte ein paar hundert Meter später zum... Danach hörte das auf. Das ist diese Dunkelheit hier wieder, ne? Von wegen schmilzt. Vorsicht, Licht kommt. Oh, warte mal.
ist was drin hier hinten. Wie komme ich da hin? Ach so. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, hat funktioniert. Uah. Gesundheit ist auch gestiegen wieder. Jetzt haben wir, oh Gott, 130. Ich glaube, ja. So, warten wir nochmal einmal, bis es rundherum geht. Was ist das? Oh mein Gott. Ich höre es wieder blubbern. Vorsichtig. Was auch immer das gerade war. Oh Gott. Ich soll mich jetzt hier hinstellen? Ich hoffe, ich werde nicht getroffen. As he climbed higher and higher in the sky, do you think Icarus contemplated how weird a person he was? Why can't he just be normal? Do you think his parents pushed him to be a lawyer, to be a doctor? Like your parents did. It's blocked from the other side. Warum? Also, dass man hier auf so viele Sachen aufpassen muss. Okay. Da kommen wir irgendwie anders rein. Aber was Dach? Ach, hier kommen wir ja rein. Oben übers Dach kommen wir rein. Da hinten rüber. Okay, 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 okay. Ich hab's gerade gesehen. Wahrscheinlich. Da ist auch so was Dunkles. Wahrscheinlich hier drüben irgendwo. Da nicht. Irgendwo liegt hier vorne was. Hier. Okay. Weitere Rätsel um das Feuer im Leuchtturm. Kolumne von Jorge oder Jorge Avalos. Am Montag letzter Woche fanden wir von der Virgil County Gazette heraus, dass ein ominöser Anruf bei der hiesigen Polizei einging. Der Anrufer gab sich nicht zu erkennen, aber nach unseren Recherchen glauben wir, es könnten sich dabei um Alan Shore aus Milton Haven gehandelt haben. Leuchtturmwärter an der beliebten Bucht von Patmos. Fragen Sie einen beliebigen Einwohner und... Sehr gut. So, wir sind hier. Was haben wir denn? Wir haben den Leuchtturm. Milton Wharf. Ich glaube, da gehen wir zuerst hin, oder? Und ein Tunnel irgendwo hin. So, mehr haben wir hier nicht. Ich gehe mal erstmal hier nach Milton Wharf.
Kann ich nicht, weil es dunkel ist. Okay, okay, okay. Ah! Nee, das ist nicht der große Bagger, ne? Nee. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben.